Jetzt ist nachts um eins. Ne? Und ich brauche aber morgen unbedingt einen Kuchen. Darum habe ich mal gedacht, dann mache ich den lieber jetzt. Darum bin ich auch nicht so laut wie sonst. Weil ich halt das am Tag im Haus in der Küche. Das ist ja so warm. Ich schwitze mich tot. Ne? No. Darum habe ich auch schon den Ofen vorgeheizt. 175 Grad ohne Hitze. Nachts geht es gerade noch. Ne? Und dann hauen wir uns schon mal schnell die Eier in die Schüssel. Und jetzt dann noch Vanillezucker. Ne, erste Zucker. Ne? Und dann das Vanillezucker dazu. Bin ja auch schon so made, aber ist ja kein Wunder in der Nacht. Ne? Und dann schön leise schaumig. So, schau mal, schön schaumig. Ne? Und jetzt kommt dann die Butter noch rein. Die hat die Joana aufgelöst. Hätte ich fast gar nicht so Herd anschalten müssen. Bei der Hitze, dann würde ich fast von selber flüssig. Ne? Und die tun wir jetzt auch dazu. Und für die sommerliche Frische machen wir noch ein bisschen Joghurt rein. Gell? Herrlich. Und jetzt brauche ich noch frische Löffel. Weil jetzt kommen ja dann schon die trockenen Zutaten. Da haben wir wieder ein bisschen Mehl, ein Backpulver rein und eine Prise Salz. Zack, bumm, schepper. So, ist überhaupt noch was drin? Ah ja, doch, das lang. Ne? Sollen wir ja auch ein bisschen so Reiskörner mal immer reintun? No. Dann verkleppt das nicht, ne? Wenn es zu feucht ist. Jetzt ist ja auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Moment. Kann schon sein, dass das Salz dann einfach ein wenig fest wird. So. Jetzt dann mal langsamer ein bisschen, so geht schon, und auch Löffel Mais dazugeben, das Mehl, gell? Zap, zarab, bum, bum. So, und jetzt brauche ich noch eine Form, jetzt warte mal. Bloß jetzt sind meine Springformen natürlich alle bei meiner Tochter, bei meiner Mama kann ich ja in der Nacht nicht holen, also wo machen wir dann die Kuchen rein? Habe ich mir überlegt, nehmen wir halt so Glas-Springform, Springform, nicht Auflaufform, Joana. Und die tun wir auch ganz schön ausbuddern. Schaut ja dann bestimmt auch schön aus. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das machen wir jetzt halt einfach zusammen. Das werden wir dann schon sehen. So, schau mal. Also immer mal weg da, das Ding. Jetzt tue ich immer so den Rest vom Mehl noch so ein bisschen unterhebe hier. Mit der Teigschabe, weil das soll man ja nicht so lang rühren, das Mehl, gell? Haben wir ja schon oft gesagt. Und dann kommt jetzt noch ein bisschen was Fruchtiges rein. Und zwar ein paar schöne Heidelbeersche, gell? Ein bisschen was heben wir noch auf. Und dann geht's schon zack, rein in die Form. Schau, schön alles rauskratzen, gell? Und dann tun wir es dann noch ein bisschen glatt streichen. Ich liebe das ja, ne? Kuchen backen ist mein Leben. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und jetzt tun wir noch so ein paar drüber hier. Ich kann euch sagen, das ist der schnellste Heidelbeerkuchen der Welt. Und dann geht er schon ab in den Ofen. Schau ne an, so zackig schnell ist noch fertig, der schnelle Nachtkuchen. Und ich muss jetzt dann gleich wieder ins Bett, weil es ist schon fast um zwei und morgen früh habe ich schon frischen Kuchen. Ciao, macht's gut!